Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir sind hier noch reichlich am Hasseln. Markus, Marc und Alex sind heute im Team. Wir haben ja aufgrund der gewonnenen Challenge, aufgrund der zweiten Platzierung der Challenge vom, was war das? Dienstag, Mittwoch, vorgestern, ja, haben wir einen neuen Arbeiter dazu bekommen. Und zwar für die heutige Folge noch. So. Ich mag, hätte den trotzdem eher die ganze Woche bevorzugt. Ja. Sag ich ehrlich, wie es ist, dem Markus. Ich glaube, das hätte auch eher im Verhältnis gestanden, oder? Ich war mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, muss ich sagen. Wir haben ziemlich viel rumdiskutiert. Das Problem ist halt, dass manche Gewinne dem einen oder anderen einfach mehr nützen. Ja. Und da eine gute Balance hinzukriegen, ist nicht immer ganz einfach. Ja, ja, ja. Nee, das ist richtig. So. Tino, was kostet das Feld? Ach nee, da sind Kartoffeln drauf, ne? 14. 14? Ach nee, da sind Kartoffeln drauf. Ich dachte gerade, weil Milo gerade den Rüben erntet hat, das Rüben wären, dann könnte man das mitnutzen. Dann bräuchtest du dir keinen Ernter mieten. Das stimmt, ja. Es wäre tatsächlich nicht so verkehrt. Weil da sind, glaube ich, Kartoffeln drauf und er hat Rübenernter. Ich bin gespannt. Wir werden heute auf jeden Fall den Holzverkauf machen. Hier müssten eigentlich noch Stämme liegen, die mit Hand gehen. Ich habe ein paar durchprobiert, meinst du? Na, hier der kleine dazwischen drin auf jeden Fall. So, hast du noch Bäume, Markus? Ja, ich habe gerade schon wieder einen gefällt. Sind die am Feld oder kann theoretisch alle, nee, wir haben keine Poltergabel. Der ist so halb auf dem Feldweg mit. Ja, wir haben keine Poltergabel. Aber der liegt halt auf dem Feld vom Karten. Na, wieso Marc kann ja sonst mit den anderen Alex, die holen? Kannst du den einen mal rein, wir haben nur zwei Poltergabeln, kannst du mal den einen hinten ein bisschen reinschieben, bitte mit dem Fendt? Der eine hier ist noch nicht geschnitten. Komm. Ja, aber wenn Markus am Fällen ist, dann braucht er ja den Trecker nicht. Das stimmt, ja, dann könntest du holen, auf jeden Fall, Marc. Welcher ist noch nicht geschnitten? Den bitte mal der? Abschneiden, ja. 11 Meter. Nee, weiter hinten, bei dem anderen. Hälfte, oder was? Ja, ja, da wo die. Da wo die andere, der andere schon ist. So. Perfekto. Och, Mann. Nimm doch beide, ey. Sei da nicht so eine. Ist das ein? Ich raste hier aus. Ja. Immer mit der Ruhe, Onkel Meister. Immer mit der Ruhe. Ich mich aus, ja. Ist er nicht. Der müsste eigentlich auch noch mit Hand gehen, der gerade hier ein bisschen außerhalb liegt, am Rand, bei mir hinten. Ja, ich bin hier gerade noch mit dem. Ich glaube, es wäre auch besser, wenn wir erstmal wegfahren. Oha. Ah, jetzt wird es ganz kriminell hier. Keine Ahnung, was mit dem jetzt hier los ist. Wenn nicht, leg den mal hin. Markus, du tankst in der Luft. Schmeiß die Bäume sonst Richtung Feld 17, weil das gehört nicht uns, dann können wir da so drauf fahren. Da kannst du aber die nicht mehr entasten. Okay. Kannst du nur auf deiner eigenen Fläche machen. Kann es sein, dass das hart leckt gerade? Yep. Ist besser? Naja, die lecken gerade extrem. Wir müssen mal schauen, dass wir. Ne, jetzt geht's wieder, oder? Es springt immer so zwischendurch. Ah, ne, ist immer noch. Wir müssen erstmal wegfahren, es nützt nichts. Okay, ich fahr's mal runter. Gut. Einmal Spanngurte. Es wird natürlich jetzt eine lustige Fahrt. Ich hoffe, die bleiben alle drauf.
So. Zappeln schon. Ja, ja, da ist gut Bewegung drin hier. Und ab geht der Peter. Bin gespannt, was wir kriegen. Was schätzt ihr? 15.000? Doch, sollte mehr sein wie 15. Ja. Echt? Genau, Leute, einfach mal den Stream mit F5 aktualisieren. 50k Chat, was schätzt ihr, was wir bekommen dafür? Ich weiß nicht, ob wir in dem Verkaufsträger. Nee, warte mal, da kann man den ja gar nicht verkaufen. Wir müssen ja direkt in das Holzlager da rein. Wieso nicht? Du fährst auf den Träger, machst die Spanngurte runter und sagst verkaufen. Ach so, warte mal, das ist ja dieser Container, ne? Ja, diese zwei Container, die nebeneinander stehen, wo die Türen offen sind. Wieso platzieren wir so einen Container nicht bei uns? Für einen Tausender? Lass mich prüfen. Wo sind die denn? Verkaufsstationen. Lul. Warte mal ganz kurz. Haben wir gesagt, dass wir das dürfen oder nicht? Es hat keiner gesagt, dass wir es nicht dürfen. Ich kann ihn allerdings hier nirgendwo platzieren. Ah, nein, ich weiß wieder, was das Problem ist. Der muss eingebaut werden, oder? Der würde jetzt hier irgendwo in der Höhe schweben oder so. Ja. Platzieren würde auch 50.000 kosten, das funktioniert nicht. Okay. Dominik hat davor gewarnt. Okay. Da war irgendwas. So, 231.000, haltet euch fest. Betet. Warte. Tatsächlich der in der Mitte steht, der Container, der ist ja auch so verbuggt. Ja, das stimmt. Das sind auch andere, die hier stehen. Die sind fest verbaut. Ja. So, Blockheizkraftwerk wäre noch eine Idee, ja. Das ist richtig. Weiß nicht, was das kostet. Könnten wir mal gucken, was das kostet. Aber Blockheizkraftwerk gehen doch kein Holz rein, oder? Da geht ja nur Hackschnitzel rein. Da täusche ich mich jetzt. Oh, lass mich doch hier rein. Oh, jetzt flippe ich mir aus. Oh. Jo. Oh. Hätte ich ein bisschen mehr gedacht. 18,6. Ist alles weg? Ja. 18,6, eieieiei. Blockheizkraftwerk. Worunter gibt's denn das? Blockheizkraftwerk gibt's, das Biomasse. Ist... Biomasse-Heizkraftwerk gibt es hier. Ja, kostet? 40.000 und man kann angeblich Bäume reinschmeißen. Ja, das müsste gehen, hat der Chat auch gerade geschrieben. 40.000. Ja. Und was soll das bringen? Angezeigt. Ist das eine ganz normale Verkaufsstation oder was ist das? Da steht, an einer Verkaufsstation kannst du deine Güter verkaufen. Also ja, eine Verkaufsstation sein. Aber sollen wir jetzt, Leute, 40.000 investieren? Dafür, dass wir nicht hin und her fahren müssen. Nur, dass wir nicht hin und her fahren? Gut, du brauchst den Holzanhänger nicht und gar nichts. Sieh, ich fühle ich nicht so. Sag ich ehrlich, wie es ist. Das ist... Kannst auch Ballen, Hackschnitzel, was ist das andere? Heu oder Gras? Heu kann, geht da noch rein. Heu geht da auch noch rein. Wie sieht's aus mit dem Striegeln? Nicht ganz die Hälfte. Ab wann wird gespult? Spulen schon. Bis 7 Uhr morgens. Ach, deswegen leckt das Holz so. Gut, hoffe, dass das Feld frei wird. Hoffen wir, dass ein Feld frei wird. Und. Wow. Wo ist der Traktor? Hab ich gemerkt. Warte mal, ich muss mal kurz zu Fisi. Braucht eure Urlaubsplanung, Fisi. Ja, die Urlaubsplanung. Ja, wo geht's denn hin? Erzähl mal. Nach Jamaika. Ah ja, schön. Und wie sieht's mit unserer Wette aus? Du hast dich nicht nochmal gemeldet. Ja, ich glaube, ich mach das nicht.
Ja, dann kannst du jetzt ein dickes L auf die Stirn malen. Warum? Ja, dem. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, willst du andere Bedingungen? Oder an den Bedingungen was ändern? Nein, die Bedingungen waren alle okay, aber. Es ist alles okay, aber ich kann dich einfach nicht mal König nennen, das geht nicht. Fizzy. Bounce, halt. Weißt du was? Wir machen das. Echt? Machen wir wirklich, ja. Okay, also wir halten jetzt fest. Ich meine, das ist ja auch gut für die Zuschauer und gibt den Spaß und will ich den nicht versauen. Ich glaube, die Community hat auf jeden Fall Spaß. Da gehe ich von aus. Und ich glaube, die 50%, 80% der Community weiß eh, dass ich verliere. Von daher, komm, machen wir. Hä, wieso das? Also, ihr Jungs, ihr müsst den mal ein bisschen besser unterstützen hier, wenn ihr so... Was ist denn da los, Christian? Ich gebe schon Mühe. Ohne zu sagen. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich so einen Kampfspruch erwartet. Ich wollte gerade sagen, einen Kampfschrei hätte ich jetzt auch so erwartet, dass wir so, was ich jetzt kommen würde. Nein, ich muss, weißt du, ich habe auch meistens verloren, weil ich überheblich war. Und das will ich hier nicht sein. Okay, hast du mal auch schon gemacht, das war auch nicht gut. Interessant. Ja. Interessant. Also, wir halten fest. Derjenige, der von uns beiden schlechter ist. Bei diesem Projekt, jetzt egal welche Platzierung, ne? Ja. Also derjenige, der gegen den anderen verliert, rasiert sich den Bart auf 0,00? Ja. Hat eine Woche lang in dem neuen Projekt oder in irgendeinem Projekt das Milch des anderen an? Ja. 50 Subs? Ja. Auf Twitch? Ja. Und, ja. Ach so, und spricht denjenigen eine Woche lang an mit, jawohl, mein König. Ja. Okay, dann haben wir eine Wette, mein Freund. Okay. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Pochonis. Das wird, aber ja, da zeigt sich, wer Eier hat. Da zeigt sich, wer Eier hat. Und Fizzy hat Eier. Das Ganze, das siehst du, der hat Eier. Der hat Eier. Wird interessant. Sehr schön. Aber ich gebe dir, aber das ist mal kein, das soll nicht überheblich klingen. Ich möchte hier aber wirklich Gas geben. Also ich überlege hier meine Schritte dreimal, was ich hier tue. Ja, dann mach das doch mal. Nur damit du weißt, es wird hier kein Zuckerschlecken für dich. Es ist völlig egal, welches Projekt, es ist völlig egal, wie oft ich gewinne oder verliere. Ich nehme meine Gegner immer ernst. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich meistens nicht ganz hinten bin. Das könnte natürlich sein. Aber ja. Ich nehme meine Gegner, egal gegen wen, egal wie oft schon hier, dies, das, dralala, immer ernst, immer ernst. Man soll sein Gegenüber nie unterschätzen, das ist wichtig. So, gut, freut mich sehr, ich freue mich auf die Wette, ich werde mir das ganz groß so ein Pin-Up auf meinem Computer machen. Mach noch Soundboard, eine Aufnahme von dem Gespräch gerade eben. Was ist das geil. Am meisten, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich auf Jawohl, mein König. Das glaube ich wohl, ey. Stellt euch das mal vor, Chat. Was eine Woche dafür, zu mir. Dass du das immer sagen darfst, oder was? Boah, das Geile ist. Das Geile ist. Ich wäre. Weißt du, was ich da mache für sie? Hm? Ich spiele die ganze Woche nur GTA und bin die ganze Woche in der Hut. Junge! Und immer wenn der Ronny um die Ecke kommt. Oh, jawohl, mein König. Ganz andere Blamage. Wie sie, du musst einfach Jean anschreiben, die steht doch nicht auf Werte. Oh, geil. So. Darf Team nicht mal sagen am PC, warte mal ab, dann darf man nur zwei Folgen aufnehmen. Ja. Aber dann sehe ich. Aber wenn ich verliere und Bart muss ab, sehe ich wenigstens auch mal wieder 20 Jahre jünger aus. Das schon ist meine Frau sagt immer, ich sitze mit 12, wenn ich keinen Bart dran habe. Dann kommst du nirgendwo rein, nicht mal beim Chinesen oder so. Aber muss ich wieder Ausweis mitnehmen. Ja. Na gut, ich freue mich aufs Finale. Ich freue mich. So, Füße hat eingewilligt. Ja, wir haben eine Wette. Wir haben eine Wette. Wir haben Besuch für dich. Ja, wer ist denn da? Guten Tag. Immer eine Frage. Wer ist das? Von Milo de Lucas. Milo, Lucas kenne ich nicht. Was willst du? Lockerer. Wie bitte? Den tiefen Lockerer. Da hat Dominik gerade schon nachgefragt. Der ist ja auch bei Milo. Ja. Richtig. Also ihr möchtet euch gerne den Tieflocker ausleihen. Ja, richtig. Ich glaube, der ist tatsächlich gar nicht so teuer. Wir haben nur ein Problem, Jungs. Ich kann euch sagen... wartet mal. Schaut mal bitte einer nach, ob... Ach nee, warte mal.
Ne, wir kriegen keine Ernte diesen Monat jetzt, ne? Dann könntet ihr den theoretisch haben, das wäre kein Thema. Was willst du dafür haben? Welchen haben wir? Ach, den haben wir. 4 Meter schätze ich mal, oder? Ja, 4 Meter. Ja, nimm mit das Ding, komm. Danke. So. Gut. Lukas? Ja? Falscher Channel. Gleich wieder weg. Bist du noch auf dem Weg? Ich habe leider keine kein Soundboard, deswegen... Ich auch nicht, ich muss auch mal raustappen, bei dem Projekt habe ich mir nicht angelegt. So. Hab ich mal weggeschoben. Ach, sehr schön. Du, pass auf, ich habe gerade was rausgefunden. Wenn ich die Stämme hier von Hand reintue, ja, dann haben die Stämme in dem Moment keinen Kolli mit dem Anhänger. Ah, okay. Du könntest mal versuchen, ob du mit der Poltergabel da durch die Lücke kommst, weil dann musst du gar nicht so hoch heben. Mach ich die ganze Zeit schon. Ach so. Du meinst diese kleine Lücke, die hier ist? Ja, weil die Stämme selber haben mit dem Anhänger wohl keine Kolli. Ah, irgendwie schweben die so komisch, muss ich gestehen. Ja, ist gerade ein bisschen... ich weiß nicht, aber es hat irgendeinen Grund, nein, warum. Was denn? Hier kommt Unkraut. Ja, warum? Ist klar. Das war... Das geht Menschentriegel nicht weg. Hä? Das muss weggehen, erste Wachstumsphase. Tut's aber nicht. Glaubst du, das ist Unkraut? Ja, ich seh's, wenn du Escape in the Tablet guckst. Dann, warte mal, ob es nachsynchronisiert, weil es gerade sehr, sehr laggy ist. Ja, extrem. Leute, wir haben die Mission nicht außer Acht gelassen. Mann, da müsst ihr dran denken. Zumindest nichts mehr da. Hä, Feld 5 sehen abgeschlossen? Feld 5 ist doch Freezys Mission, oder? Kann ich die abbrechen? Abschließen. Das ist nicht unsers, ne? Nee, Feld 5. Warte mal, in welchem Hof bist du? In meinem. Gut. Nee, doch. Dann weiß ich nicht, warum du Missionen auf Feld 5 siehst. Ich habe nur 83 und 35. Ich kann es aber auch nicht abschließen. Das geht nicht komplett weg. Kannst aber auch nicht abschließen, geht nicht. Ich glaube, wir brauchen da jetzt diese olle komische Hake für. Boah, nee, ey. Dann Spritze, scheiß drauf. Haben wir Spritze? Nee. Irgendwie ist ein Fan-Favorit im Gebrauchtmarkt. Ah. 100er. Sonst was im Gebrauchtmarkt? Jetzt haben wir voll geschlafen, nee, mit den Missionen. Also checkt mal den Credit bitte, ob wir da was haben, aber ich glaube, das ist auch nichts. Oh Mann, dieser eine Stamm immer, ey. Es ist immer einer, der rumstresst. Markus, stell mal bitte die Sägen ein- und herbringen und komm mal mit herladen. Ja, ich habe jetzt einen Stamm gerade am Truck, ich komm mal. Genau, die noch die mitbringen. Hacke kostet 50.000. Was? Hacke kostet 50.000, da kannst du auch spritzen, oder? Ja, zu 100%. Was kostet die kleine Spritze? Kleine Hinterhängenspritze kostet 34,5. Was? Mhm. Ja. Ja, die. Dann ist das Spritzmittel auch noch so teuer, ne? Kann man die leihen bei jemandem? Fendt Farmer, was hast du geschrieben? Schreib nochmal. Ich kann nicht die ganze Zeit auf den Chat schauen, weil wenn ich auf den Chat die ganze Zeit schaue, kann ich hier ja rein. Muss da eigentlich auch einleuchten. Missionen checken, haben die Leute sogar geschrieben. Ja, ja. Ja, tut mir leid, Leute. Haben wir verkackt. Haben wir nicht dran gedacht. Doof gelaufen. Dingschreiber hat Milo eine Spritze. Na gut, dann mach ich Keule. Ja, hi, moin, was? Hast du eine Spritze? Ja. Oh, dafür dürfen wir uns die mal ausleihen zum Unkraut spritzen? Uff. Boah, ja, dann wären wir uns bestimmt einig. Ich möchte sagen, ich bin so nett. Ich habe sogar dem lieben Milo mein
Tiefe Lockerraum umsonst gegeben gerade. Den dürfte er sich einfach ausleihen. Sowas ähnliches würde ich, also nicht sowas ähnliches, sowas würde ich mit dir zum Beispiel auch machen. Ja, was hättest du denn anzubieten? Wie, was anbieten? Ja, was hast du denn anzubieten, wo ich sage so, ja, das könnte ich echt gut gebrauchen und ich weiß nicht, ob du tief lockern musst? Also du musst ja irgendwann tief lockern, deine Felder? Nö. Da bin, da bin ich versorgt. Hast du selber einen, ja? Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ey, pass auf, ich brauche erstmal eine Spritze. Du brauchst erstmal eine Spritze, ja, die kannst du ja auch gerne dann haben. Ja? Und was möchtest du, also wie sind jetzt die Bedingungen für die Spritze? Was hältst du davon, wenn ich für die Spritze, wenn ich sie dir gebe, deine Saatmaschine einfach nochmal im Gegenzug bekomme? Das ist immer aber so ein ganz schönes Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja gut, also du willst ja jetzt von mir, ne? Naja, aber also es wäre jetzt, glaube ich, gelogen, wenn du abstreiten würdest, dass du meine Seemaschine auch brauchst. Brauche ich nicht unbedingt. Kann mir auch selber eine kaufen. Ja, es ist natürlich, ne, im Verhältnis. Das wäre ja eine Investition, die müsste ich ja jetzt nicht unbedingt machen, ne, wenn wir jetzt sagen so, jo, mach mal so ein Deal. Also da die, pass auf, die Seemaschine kostet das Dreifache, das müssen wir irgendwie anders geregelt kriegen. Ja, das ist dir wert, ne? Ja, die Frage ist ja, dann leih ich mir halt die Spritze aus. Aber dann fahren wir uns ja fest, weil dann gebe ich dir auch die Seemaschine nicht mehr. Oder was heißt, schon, aber dann muss ich auch Geld dafür verlangen. Also mehr Geld sozusagen. Ja, siehst du, also... Oh, wir sind bei Stopp. Ich weiß auf jeden Fall, dass dein Ertrag erheblich weniger ist. Nee, weil ich spritzen tue ich so oder so. Ja gut, überleg's dir. Ja gut, wir müssen erstmal Stopp machen. Gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal durch. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dahin, tschüss und ciao.